Zwei Mönchengladbacher Kindergärten und zwei Grundschulen konnten sich heute über einen sogenannten Bienenkoffer freuen. Gemeinsam mit der Initiative Deutschland summt hatte der Safthersteller Valensina verschiedene Schulen und Kitas dazu aufgerufen, sich in einem Wettbewerb kreativ mit dem Thema Biene auseinanderzusetzen. Als Preis gab es für die vier Sieger jetzt den Bienenkoffer. Darin enthalten sind verschiedene Lehr- und Spielmaterialien, mit denen sich die Kinder mit dem Thema Biene beschäftigen können. Es ist ja gern dieser Effekt, da ist ein fliegendes Insekt, vielleicht auch eine Biene, es wird draufgetreten und man ist happy. Genau das Gegenteil sollte sein, dass man weiß, wie wichtig diese Tierchen sind für uns alle, damit wir auch in Zukunft blühende Landschaften haben, aber auch eben Früchte, die wir haben wollen, um unsere jetzige Lebensqualität erhalten zu können.